Es steht ein wunderbares Spiel an, und zwar schon am Freitag, nämlich Bayern München empfängt den Tabellenführer. 2-1, Bayern gegen Bayer, und einen besseren Gast als Jens Nowotny könnte man sich dazu nicht vorstellen. Hallo Jens. Hallo zusammen, hi. Und natürlich haben wir auch Marcello dabei. Hallo Marcel. Guten Morgen auch von mir. Kommen wir jetzt zu diesem wunderbaren Spiel, das du selber oft genug gespielt hast. Was ist denn der Reiz zwischen Bayern und Bayer? Ja, erstmal natürlich, dass es eine großartige Situation immer ist, wenn man gegen Bayern München spielen kann. Ich habe immer lieber zu Hause gespielt, weil wir da erfolgreicher waren als jetzt in München. Da hast du dir manchmal oft genug gedacht, ach, hättest du jetzt auch jemand anders hinschicken können, weil es nicht funktioniert hat. Aber es sind natürlich Top-Spieler, mit denen man sich messen kann und mit denen man sich auch messen muss, um auch international zu bestehen. Da ist es immer gut, wenn man auch gegen Bayern München mit Selbstbewusstsein, mit vielleicht auch ein bisschen Überheblichkeit, das kann man sich da absolut erlauben, gegen Bayern da aufzutreten und mit einer guten Leistung auch Punkte zu holen. Warum ist Bayer Leverkusen aktuell so stark? Ja, wenn man die Vorbereitung nimmt, die Xabi Alonso mit Leverkusen das erste Mal auch bestreiten konnte, unabhängig der Ergebnisse und auch diese Personalien, die punktuell dazugekommen sind, wo man wirklich sagen muss, Bayer hat sich hervorragend verstärkt und ergänzt im Kader, dann glaube ich schon zu sehen, dass die Idee, die Xabi Alonso mit Leverkusen hat, auch zumindest ansässig Früchte trägt, dass man sieht, ja, da ist eine Mannschaft, die erstmal individuell hervorragend ist, aber auch diese Spielphilosophie von Xabi Alonso im Moment klappt, also wohl verinnerlicht hat. Und es ist harmonisch, der Erfolg ist da. Frage ist halt, kann man diesen Erfolg dann über die gesamte Laufzeit, zumindest schon mal der Hinserie, ja, beibehalten? Jetzt hast du das schon angesprochen, das Thema Xabi Alonso gegen Thomas Tuchel. Das ist ein Ex-Weltklasse-Spieler als Trainer gegen einen, der ja, High-End-Professional nicht war. Du aus deiner eigenen Erfahrung, was ist dir lieber? Welcher Typ von Trainer? Auch da, ich hatte mit Christoph Daum jemanden, der sehr innovativ war, der sehr weit vorausgeschaut hat. Hat er aber genauso, haben wir ja vorhin angesprochen mit Rudi, jemand, der auf High-End-Fußball gespielt hat. Wichtig ist, dass was der Trainer sagt, du selbst als Spieler erstmal verinnerlicht hast, um es umzusetzen und dann. Ich meine, wir sind im Leistungssport, Ergebnissport, und dann, dass die Ergebnisse erzielt werden. Wenn also der Thomas, mit dem ich auch in der Jugend zusammengespielt habe, wenn der Thomas mir vermittelt, was seine Philosophie sind, auch erzielbar. Insofern kommt es nicht auf die Art des Trainers an, was er für eine Vergangenheit hat, sondern wie er etwas rüberbringt und ob es erfolgreich ist. Du hast mit Thomas Tuchel zusammengespielt in der Jugend. Ja, wir haben zusammen in der Jugendauswahl ein Stützpunkttraining. Zusammen haben wir uns kennengelernt und ja, über die Jahre, wenn man sich über den Weg läuft, freut man sich natürlich. Was ist das denn für ein Typ? Akribisch, damals schon, absolut detailverliebt, detailversessen und er macht sich wirklich Gedanken darüber, wie man zum Erfolg kommen kann und probiert es dann umzusetzen, indem er, ich glaube, ich habe mal ein Interview mit ihm gehört, einfach die Spieler vor Probleme stellt, um zu sehen, wie lösen die Spieler auch die Probleme, um dann darauf einzugehen, was von seiner Sicht her vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen wäre, um den Spielern Optionen zu geben, erfolgreich zu sein. Stark. Also hättest du gedacht, dass der mal da ganz oben ankommt, Champions League-Sieger als Coach? Ja, eigentlich hat man den Weg und den Werdegang gar nicht so verfolgt. Und als Jugendspieler machst du dir gar keinen Kopf drum, wer später mal ein Top-Trainer werden könnte. Aber wenn ich zuhöre in Interviews oder auch in Vorträgen, er hält ja auch viele Vorträge, dann wäre das schon ein Trainer gewesen, mit dem ich auch mitgegangen wäre, weil alles, was er sagt, hat Hand und Fuß. Und da finde ich, das ist schon, ja, ich bin auch eher ein Kopfmensch.
Ein Bauchmensch, den nehmen wir jetzt auch mal mit rein. Marcel, wie ist denn dein erster Ansatz? Wer gewinnt, Thomas Tuchel oder Xabi Alonso? Ja, Carsten, in erster Linie gibt es, glaube ich, erstmal zu sagen, dass es sicherlich einen etwas besseren Zeitpunkt für dieses Spiel hätte geben können. Denn ja, wie ihr wisst, gab es auf beiden Seiten einfach sehr viele Nationalspieler, die unterwegs waren. Wir haben bei den Bayern 16, 17 Nationalspieler, bei Leverkusen ebenfalls 15, 16 Spieler, die unterwegs waren. Wir haben den einen oder anderen Südamerikaner, die jetzt am Dienstagabend bzw. in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch noch gefordert waren, die dann vielleicht irgendwann im Verlauf des Donnerstags eintrudeln. Das heißt, die Spielvorbereitung ist natürlich alles andere als optimal. Trotzdem ist es natürlich das Duell der Superlativen, auch das muss man sagen. Die beste Offensive mit Leverkusen, schon 11 geschossene Tore, trifft auf die beste Defensive der Bayern, die erst zwei Gegentreffer kassiert haben. Und man darf sich zudem noch zurückerinnern an den März 2023, Carsten. Und da gab es das 2:1 von Leverkusen zu Hause gegen die Bayern. Und daraufhin wurde Julian Nagelsmann entlassen. Ja, das heißt, die Bayern oder die Bayern-Spieler haben ein Stück weit auch noch was gut zu machen in Leverkusen, beziehungsweise gegen Leverkusen. Und meine erste Tendenz geht auf jeden Fall dahin, dass ich sage, dass wir ein relativ munteres Spiel erleben werden. Ja, beide Mannschaften haben einfach auch Stärken in der Offensive, haben extrem viel individuelle Qualität im Spiel nach vorne. Und deswegen glaube ich, dass in der ersten Halbzeit schon mindestens zwei Tore fallen. 1,95 ist die Quote. Jens, du hast die Neuzugänge schon angesprochen. Welchen Anteil hat Simon Rolfes an diesem Team von Bayer Leverkusen und an dem aktuellen Erfolg? Ja, letztlich ist ja Simon derjenige, der sportlich entscheidet. Er sagt, ja, den Spieler nehmen wir oder den Spieler nehmen wir nicht. Er muss sich natürlich auf sein Scouting-Team verlassen. Er muss sich auch auf Xabi Alonso verlassen, der vielleicht auch den einen oder anderen Spieler selbst in den Ring geworfen hat und gesagt, den hätte ich gern. Und das sind alles Dinge, die natürlich für einen Sportdirektor ganz wichtig sind. Aber letztendlich ist Simon derjenige, der dann sportlich gesehen entscheidet, wie das finanziell ist, ob dann einer sagt, oh, den können wir uns nicht leisten oder da müssen wir uns strecken. Das ist was anderes. Aber Simon hat natürlich einen ganz großen Anteil daran. Boniface oder Kane? Puh, Boniface. Warum? Weil Boniface im Moment auf einer Welle mitsurft und wenn er seinen ganzen Körper, seine ganze Wucht da reinlegt, ich glaube, der kann im Moment, so wie er drauf ist und so wie die Mannschaft ihn auch einsetzt, kann er für jeden Abwehrspieler, für jede Abwehr ein Riesenproblem darstellen. Du warst selber Abwehrspieler. Also wenn ich mir den anschaue, ich werde ihn dann Freitagabend auch nochmal von ganz nahem bewundern können. Man muss ja praktisch um zwei Möbelwagen rumrennen, um überhaupt an den Ball zu kommen. Ja, das ist richtig, aber ich habe es bei uns auch, ich bin ja Co-Trainer von der Jugendnationalmannschaft, sage ich auch immer den Abwehrspielern, ihr müsst auch mit dem Gegner spielen. Das heißt, wenn ich eine gewisse Verteidigungsstrategie habe und ich merke beim ersten Mal, oh, mit dieser Strategie komme ich nicht weiter, dann muss ich was verändern. Und wenn ich jetzt jemanden habe wie Boniface und ich bin eng an ihm dran und ich merke, oh, der drückt mich einfach weg oder ich habe da keine Chance, dann muss ich mir entweder direkt, und das ist keine Schwäche, das ist auch ein Zeichen von Intelligenz, da muss ich mir Hilfe holen von rechts, links, sagen, pass auf, ich gehe ran und probiere ihn einfach nur zu blocken, damit du den Ball kriegst. Dann sind es Dinge, die einfach ein Abwehrspieler dann auch machen muss und machen kann. Und auf dem Niveau entscheiden ja Kleinigkeiten. Und wenn ich mir da zu fein dazu bin, mein Spielsystem auch ein bisschen anzupassen, dann habe ich da auch auf dem Niveau auch nichts verloren. Also, da muss man sich intelligent verhalten. Da habe ich dich jetzt richtig verstanden. Aber du sagst, Boniface ist der Bessere jetzt. Also hätte die Überlegungen von Bayern München eigentlich in diese Richtung gehen können, denn man hat ihn ja international gesehen, wie stark er ist. Ja, aber ich meine ja im Moment, er hat einen Lauf. Er ist gut drauf, er ist gut angekommen in der Mannschaft. Die setzen ihn hervorragend ein. Und das kann natürlich mit Kane auch so passieren. Aber im Moment sehe ich bei Boniface auch dieses Selbstbewusstsein, dieses Selbstvertrauen, dieses Selbstverständnis, einen Ball zu schnappen, in den 16er reinzugehen und dann mal ganz trocken abzuziehen. Vielleicht ist es auch ein bisschen noch, weil er sich alles jetzt zutraut, dieses Abschlussglück, was hinzukommt. Und er kann der entscheidende Faktor werden, um drei Punkte in München zu holen. Marcel, was sagst du? Boniface oder Kane?
Ja, ich bin tatsächlich eher bei Kane. Das liegt aber nicht daran, dass ich von Boniface nicht viel halte. Ganz im Gegenteil, der Mann steht bei 6 Scorerpunkten, hat also schon 4 Treffer erzielt in der laufenden Saison, 2 weitere vorbereitet. Aber Harry Kane kennt sich natürlich gerade mit solchen Highlight-Spielen, mit solchen großen Spielen aus. Ja, wir kennen das aus der Premier League von Tottenham. Auch dort hat er in vielen wichtigen Spielen getroffen, gegen die Top-Teams getroffen, hat in der Champions League getroffen. Und das sind halt so Aspekte, die fehlen Boniface ein Stück weit noch. Trotzdem muss man sagen, es sind die beiden Spieler, die bislang die meisten Torschüsse abgegeben haben in Richtung Tor. Ja, Boniface schon 21 Mal das Gerät losgelassen in Richtung gegnerisches Gehäuse und Kane ebenfalls schon 14 Mal. Und wenn du mich jetzt aber fragen wollen würdest, wer von den beiden eher ein Tor erzielt am Freitagabend, dann bin ich tatsächlich doch bei Kane. Und deswegen ist das auch mein zweiter Tipp. Ich sage, Kane erzielt mindestens ein Tor, sei es per Elfmeter, sei es aus dem Spiel heraus, völlig egal. Und dafür gibt es eine Quote von 1,80. Jens, du hast es ja selber erlebt, auch als aktiver Spieler. Es gibt einen unglaublichen kleinen Grenzverkehr zwischen Bayern und Bayer. Also ich nenne da nur Ballack, Paulo Sergio, die Kovac-Brüder, Zé Roberto. Wir könnten die Liste jetzt hier sehr lang fortsetzen. Warum ist das so? Ja, Bayer Leverkusen war zu meiner Zeit schon und auch die Jahre danach, ich sage jetzt mal ein Durchgangsverein. Vielleicht nenne ich es mal ein Weiterbildungsverein für Topspieler, die herangeführt wurden in den internationalen Wettbewerb, die in Leverkusen Nationalspieler geworden sind und dann für einen Verein wie Bayern München natürlich total interessant sind. Die wollen fertige Spieler haben, die wollen Spieler haben, die auf Top-Niveau spielen können. Und das hat sich ja, bei Leverkusen entwickelt, um dann ja, reizvoll für Bayern München zu werden. Kommen wir zum Spiel ganz konkret. Was sagst du, wer gewinnt und warum gewinnt er? Voraussagen schwierig. Ich würde mir wünschen und ich hoffe es auch, dass Leverkusen tatsächlich gewinnt. Ich finde, die sind sehr, sehr stabil. Die sind nach vorne hin sowieso sehr, sehr gefährlich. Sie sind variabel. Und ich könnte mir da schon vorstellen, dass sie dieses Jahr auch wieder für Furore sorgen können. Und wer weiß, wie lange das es dann ganz oben, ja, für ganz oben dann auch reicht. Aber im Moment sehe ich sie wirklich mit dem gesunden Selbstvertrauen, mit diesem Selbstverständnis, was ich vorhin bei Boniface auch gesagt habe, dass ich schon glaube, dass sie die Möglichkeit haben, in Bayern auch zu gewinnen. Okay, also Schluss mit Vizekusen, jetzt geht's richtig mit einer Krone los. Das wäre zu wünschen, ja, absolut. Wunderbar. Super, Marcel, hast du noch einen Tipp? Ja, vielleicht ganz kurz, Carsten, weil du eben den Grenzverkehr angesprochen hast zwischen München und Leverkusen. Ich hau mal eine steile These raus. Ich sage, dass wir am Freitagabend auch den aktuellen Bayern-Coach gegen den neuen Bayern-Coach sehen werden, Xabi Alonso. Ich kann mir vorstellen, dass er der Nachfolger von Tuchel dann irgendwann mal sein wird, weil er einfach ja eine Bayern-Vergangenheit hat, stand 117 Mal für die Bayern auf dem Platz, hat alles erlebt im Weltfußball. Als Trainer wird er jetzt einfach auch eine gute Rolle spielen mit Leverkusen. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das dann der nächste logische Step auch für den Trainer Xabi Alonso ist. Und ja, ansonsten will ich noch sagen, zum insgesamt 8. Mal kommt es genau zu dieser Konstellation. Das heißt, dass Leverkusen und Bayern als Erster und Zweiter aufeinandertreffen. Und 7 von diesen 8 Duellen hat tatsächlich Bayern gewonnen. Ja, das heißt, das spricht eher in Richtung des FC Bayern. Aber dann gibt es noch eine interessante Statistik, mit der ich abschließen möchte, die dann vielleicht den Leverkusener Mut machen sollte. Denn seit Anfang 2012 hat nur Gladbach mehr Siege gefeiert in der Bundesliga gegen die Bayern als Leverkusen. Ja, und deswegen schließe ich mich da einfach mal an, was Jens sagt. Auch ich hoffe natürlich, dass Leverkusen etwas Zählbares mitnimmt aus der Allianz Arena. Und genau darauf setze ich auch. Ich sage nämlich 2,37, Leverkusen holt mindestens einen Punkt in München. Herrlich, dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei beiden, speziell bei Jens. Und ihr wisst, die anderen Spiele der Bundesliga, also die Samstag- und Sonntagsspiele, bekommt ihr in einem gesonderten Video. Hier nochmal kurz die Übersicht der schnellen Tipps und euch ein erfolgreiches Wochenende. Danke.